Wer mich kennt, weiß, wenn man mir eine Freude machen will, schenkt man mir ein Küchengerät. Und das ist eines meiner großen Lieblinge. Thermomix. Er wiegt, er kocht, er püriert, er hackt. In Wahrheit fällt mir jetzt gerade nichts ein, was er nicht kann. Er dämpft nämlich sogar. Und heute werden wir im Thermomix einmal etwas machen, was vielleicht abseits ein bisschen der üblichen Thermomix-Rezepte ist. Also Freundinnen von mir kochen da meistens eben Pudding, Risotto, Soßen wie Hollandaise und so weiter. Das geht alles hervorragend. Aber wir machen heute Rindsrouladen. Ein Klassiker der österreichischen Küche im Thermomix. Es wird sehr spannend, weil unten wird die Sauce zubereitet und während die kocht, gart der Dampf oben die Rindsrouladen, die in diesem Teil liegen. Das nennt man den Varuma. Da lege ich jetzt meine gefüllten Rindsrouladen rein. Das legen wir dann drauf. Darunter kommen die ganzen Soßenzutaten und so alchemiert sich das in 70 Minuten zu einer wahren Köstlichkeit. Also, fangen wir mal an. Hier habe ich einfach ganz normale Rindschnitzel. Die habe ich mir schon ein bisschen vom Fleischhauer klopfen lassen. Tue mal ein bisschen salzen. Jetzt bestreiche ich sie auf einer Seite mit Estragon-Senf, die Schnitzel. Jetzt geben wir hier drauf 2 Scheiben Bauchspeck jeweils. Da liegt dann meine klassische Fülle. Manchmal gebe ich noch Frühlingszwiebeln dazu, das schmeckt auch gut. Karotten und Gurken werden wir jetzt hier verteilen. Jetzt werden wir das einfach zusammenrollen. Und ich mache es lieber mit Küchengarn, binde ich es zusammen. Manche stecken es mit Zahnstochern zusammen, ist auch fein. Mir ist das irgendwie lieber. Ist irgendwie sicherer. Außerdem sind es ja doch ziemliche Geräte hier, die wir da produzieren. Wichtig ist, dass ihr sie wirklich straff zusammenrollt. Also wirklich fest auf die Fülle drücken und weiterrollen. So, genau. Dann machen wir da einfach ein Backerle. Nummer 1 ist fertig. Das ist der sogenannte Varoma-Behälter. Der hat unten und oben Platz zum Dämpfen. Wir brauchen jetzt nur die obere Etage. Da legen wir jetzt unsere Rindsrouladen rein. Ich werde sie nur noch ein bisschen mit Öl bestreichen. Das ist also der Thermomix und wir werden jetzt darin einmal die Zutaten für die Sauce fertig machen, damit wir dann die Rindsrouladen oben drauf setzen können und den Dampf von der Sauce garen können. So, wir werden das jetzt 5 Sekunden auf Stufe 5 reinhalten. So, jetzt kommen 70 Gramm Butter dazu, den wieder einwiegen. 3 Minuten bei 120 Grad. Stufe 1 dünsten. La 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 la. So, jetzt haben wir angedünstete Zwiebel hier drin. Jetzt kommt der ganze Rest dazu. Der Rest ist 125 Gramm. Der Thermomix geht natürlich alles auf Gramm. Rotwein. Dann brauche ich 600 Milliliter Rinderfond. Das kann, machen wir auf Tara. Man kann natürlich auch einen Bio-Rindsuppenwürfel mit Wasser nehmen. Auf jeden Fall 600 Milliliter sollte es sein. Jetzt kommt der Deckel drauf. Und der Varoma, der wird einfach so aufgesetzt. Das ist jetzt fertig drauf. Jetzt gehen wir wieder auf die Menü-Taste. Und zwar stellen wir das jetzt ein auf 70 Minuten. Hier bei der Temperatur stellen wir Varoma ein. Und hier bei der Rührstufe Stufe 1. Fertig. Jetzt können wir 70 Minuten entspannen, Salat machen, Spätzle machen, Reis machen, Nudeln machen, was man immer dazu machen will, Tisch decken. Man muss dann wirklich nichts mehr damit tun. Es kommt nicht einmal ein Bindemittel in die Soße, weil die reduziert da unten jetzt dann so ein. Das ist echt perfekt. Gut, ich gehe die Zeitung lesen.
Da riecht's nach Speck. Ich höre nichts, ihr? Halleluja. So, jetzt zeige ich euch einmal. Das sind jetzt unsere Rindsrouladen. Gehen wir hierher und jetzt müsst ihr euch bitte die Soße anschauen. Jetzt gebe ich es wieder drauf und jetzt wird es püriert. 8 Sekunden auf Stufe 8. Und fertig sind wir. Jetzt haben wir die pürierte Soße. Jetzt einmal aufschneiden. Ich habe in der Zwischenzeit ein paar Spätzle gemacht. Ja, das schaut perfekt aus. Das sieht man schön. Den Speck und das Gemüse. Super schnellen, wahnsinnig guten Rindsrouladen aus dem Thermomix. So bald. Köstlich.